Hallihallo hier in Rudi und Nino de Angelos Kochshow. Ja, wir wollen heute Abend mal ein bisschen was kochen, so wie ich das bei mir zu Hause immer mache. Heute gibt's Fenchel. Man koche de Fenchel ab. Man koche de Fenchel ab. Und daraus mache ich dann so eine kleine Beilage mit Tomaten, ein bisschen Chili. Und das Hauptteil ist heute Abend sind Hackfleisch, ihr seht schon, Polpette, italienische Polpette, so wie ich sie mag, mit Parmesan, mit Ei, bisschen Brot habe ich schon aufgeweicht, so ein Brötchen, Zwiebeln, man kann natürlich auch Knoblauch reinknallen und Petersilie und so weiter, aber wir machen sie heute mal schön normal. Erste Regel, ganz wichtig, die Hände waschen. Okay, so, die Hände sind gewascht, okay. Regel Nummer 2, ganz wichtig, bevor der Koch starten kann, muss der Koch das Bier aufmachen, weil sonst keinen Spaß bei dem Koch. Prost. Dritte Regel, der Schmuck aus, ne? Weil sonst haben wir die nachher in den Frikadellen und ist nicht so doll. Wir haben hier das Hackfleisch. Dieses wunderschöne Hackfleisch. Ich habe heute halb genommen. Rind und Schwein. Ja, da kann man schon mal ein bisschen Brötchen reinknallen. Ganz wichtig. So, nicht zu viel von dem Brot. Das reicht. So, das ist wunderbar. Am besten, also ich mache das so, dass ich immer direkt würzen tue. Schön die Würzen machen. Ja, genug Pfeffer rein, damit die Geschmack es haben. Ich mag es nicht, wenn Essen irgendwie so nach nichts schmeckt. Ich würze das ganz gerne schon so, dass man nicht nachwürzen muss. Und nachwürzen wäre eine Beleidigung für mich. Hier schön zicki-zacki, schön viel Salz. Immer ganz gut ein bisschen Chili-Pulver, aber nicht zu viel, der brennt nämlich. Und schönen süßen Paprika dazu, kommt sehr gut. So, dann hauen wir die Zwiebeln rein, die Zwiebelchen. So, die Zwiebelchen rein, dann machen wir, ganz wichtig für den Geschmack, Parmesan. Ach, ich schmeiß alles rein, ich liebe so viel. Parmigiano, Käse, Parmigiano. Und dann machen wir die Eier noch rein. Chubi. Und Chubidu. Alles klar. Da ist es. Und jetzt werde ich das alles vermischen. Und dann geht es weiter mit dem kleinen Fleischbällchen formen. So, jetzt mischen wir das Ganze durch. Hände habe ich gewaschen, ne? Klaro. Und was ich natürlich gerne auch beim Kochen immer mache, ich mache immer direkt sauber. Ich mag es nicht, wenn die Küche aussieht wie ein Saustall. Okay, Rudi, mach auch mal was. Guck mal. Es gibt Polpette, es gibt Polpettini und es gibt Polpettoni. Polpettoni sind solche dicken Teile, Polpette sind so ungefähr und Polpettini sind ganz klein. Wir machen heute Polpette. Baby, die Pfanne ist heiß, sie ist noch nicht so heiß. Yeah. Die Pfanne ist gleich heiß, yeah, yeah, yeah. Ja, mit dem aufpassen, dass nicht zu heiß wird, sonst fackelt mir hier das Öl ab. Die Polpette in die Pfanne rein, die Polpette, die Polpette, die kleine süße Polpette in die Pfanne rein. Und die Braten machen, die Bratenbisse sind goldbraun. Oh yeah, baby, the Polpette ist am Brutzeln. Wunderbar. Jetzt lassen wir die schön auf, nicht zu heiß, schön durchbrutzeln. Und dann, heftig, geil. Und gleich mache ich mich dann an den Fenchel. The Polpette sind fast fertig. Die Polpette riecht, yo, oh, yo.
schneide den jetzt mal einfach so. Bisschen klein, ganz unkompliziert immer. Weil Hauptsache ist, es schmeckt. Ne? Schmecken muss es. Mehr muss es gar nicht. Muss nur schmecken, aber ich liebe Menschen. Ist gut für den Bauch. Die Menschen ist gut für den Bauch. So. Den habe ich mir jetzt mal dahin gemacht. Ich liebe ja Chili. Na, die auch direkt welche. Die sind auch gut bekömmlich. Brennen maximal zweimal. Oh, die Wurzeln so schön. Wunderbar, die sind auch gleich durch. Und dieses, der Geschmack von diesem, das ist so lecker. Ich schmeiß gleich den Fenchel einfach da rein. Dann nimmt er den Geschmack an, die Chilis da rein, schneide ein bisschen Tomaten, dann mache ich das auch. Das ist eine wunderbare Beilage. Also ich bin immer, ich versuche immer was Neues zu erfinden und zu machen. Ich glaube, die sind gleich durch. Sollen wir mal eine probieren? Oh ja, guck mal. Ach du liebe Zeit. Lecker. Oh Mann, ey, das sieht so klasse. So klasse aus. Jetzt gibt's der Fenchel. Yeah. Ganz einfach. Ich liebe diese Art zu kochen. Oh, wir brauchen ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen Pfeffer, Salz und Pfeffer. Ja. Oh, Don Pepe. Die Pfeffer haben wir drin. Okay, und jetzt schneiden wir, je nachdem, wie viel man haben will, ein bisschen Tomate. Kannst du schneiden, wie du willst, Würfel, Scheiben oder so, wie ich das jetzt gerade mache. Ich finde das so ganz schön. So, da kann man nämlich das auch noch verwenden und das auch noch und der Rest kommt in die Tonne. So, dann haben wir hier wunderbar die Tomätchen. Oh Mann, das wird so lecker in Verbindung mit den Polpette. Ich glaube, das schmeckt richtig gut. Ich habe das so wirklich selber noch nie gekocht, aber ich dachte, ich habe mich so an den Fenchel gewöhnt. So, jetzt mache ich die Tomaten hier so drauf. Ah, wunderbar. Oh Mann. So, die braucht man auch nicht mehr würzen, weil den Fenchel habe ich jetzt genug gewürzt. Dann habe ich hier eine Beilage. Jetzt kann ich natürlich Folgendes machen. Ich leg mir jetzt, weil das ist ja jetzt für eine Person, ne? Okay, da können auch zwei dran essen. Aber ich hau mir jetzt hier die Polpette hier so schön dran. Oh mein Gott. Das sieht so toll aus. Und vor allen Dingen, es schmeckt und da keiner da ist. So, so, so und so. Und fertig. Rudi, was sagst du dazu? Lecker, ne? Buon appetito.